gar nicht gesehen, Erik hat eine Kamera aufgebaut, wenn irgendjemand ein Problem mit dieser Kamera hat, kann er sie jetzt oder auch die ganze Zeit hier sitzen sagen. Damit hat uns natürlich ausgemacht, genauso wie ich wollte, irgendwie, dass sie sehen, wenn du sagst es eigentlich, kein Problem, auch wenn du es im Nachhinein sagst, ich fühle mich im Nachhinein nicht wohl damit, ist in Ordnung. Naja, einfach so mal. Ja, einfach ist es noch. Da haben wir noch einen. Alles in Ordnung. Setz dich noch zu uns. Von daher sagt es einfach, wenn die Kamera euch stört oder ihr das nicht wollt. Nur mal ganz links, ne? Okay. Zettel gab, die haben mich weniger geholfen als irgendwie abgelenkt und durcheinander gebracht. Ja, genau. Wo man mehr sucht als alles andere, richtig? Noch jemand was sagen will? Ja, es sollte kurz und knapp sein. Ja, richtig. Wenn es zu lang ist, dann nächstes Mal quasi auch. Genau, dann passiert das, was ich gerade gemacht habe. Ich kann so lange selbst daran erinnern, was da gemacht ist. Das stimmt auch, ja. Gibt es Sicherheit? Könnte ja auch sein, einfach wie ein Blackout oder wird irgendwie durcheinander gebracht und muss dann wieder zurückfinden. Ja, genau. Witzig. Ich habe ein paar Dinge schon mal festgelegt, von denen ich glaube, dass sie notwendig sind für eine gute Notizzettel. Das habe ich euch gleich angemalt, das zeige ich euch. Aber ihr werdet sehen, ganz vieles von dem, was ihr heute gesagt habt, also in diesem Moment, findet sich da wieder. Und wir werden jetzt erstmal uns angucken, was braucht ein guter Notizzettel. Dann werden wir uns verschiedene Arten von Notizzetteln geben, weil ich nicht glaube, dass es diesen einen perfekten Notizzettel gibt. Jeder von euch hat andere Art und Weise zu debattieren, zu denken, aufzuschreiben. Und deswegen werde ich euch versuchen, viele Möglichkeiten von Notizzetteln zu geben, sodass ihr euren Stil daraus filtern könnt und sehen könnt, womit komme ich am besten klar. Aber was sind auch Fehler, die ich vielleicht umgehen sollte, wo mein Leben einfach einfach ist. Und dann werden wir einfach mal üben für euch diesen Notizzettel zu gestalten und daraus dann ein Reden zu bauen. Klingt gut? Wunderbar. Dann lass uns mal eben kurz anfangen. Ich habe auch schon was an.
die Tafel gemalt. Ein guter Koch würde sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Könnt ihr das alle lesen? Es ist ja sehr tief in unserer Linie vorne ein bisschen weg. Eben wurde ja schon gesagt, der muss einem irgendwie zeigen, was will ich eigentlich sagen. Sonst brauchen wir die Notizen nicht. Ne? Er muss uns erinnern. Ich habe das mal dargestellt mit einem Ausrufezeichen, so ein Achtung, denk dran, das zu sagen. Es ist wichtig, dass du diesen Punkt bringst. Das ist besonders wichtig bei solchen Dingen wie Abwägung zum Beispiel. Wenn ich meine Abwägung nicht bringe, aber ich bin Schlussredner, schwierig in manchen Fällen. Genauso, wenn ich weiß, das ist der zentrale Punkt und den muss ich bringen. Das wisst ihr meistens vorher, manchmal vergisst es aber. Das heißt, ein guter Notizzettel sollte euch erinnern, wann das ist. Dann, und auch das kam ja gerade schon raus, das Fragezeichen ist wirklich. Das bedeutet eigentlich nur, in eurer Vorbereitungszeit denkt ihr viele, viele Szenarien durch. Ihr denkt, wohin könnte das Argument gehen? Wohin, was wird überhaupt reden? Teils führt es dazu, dass unser Gehirn Sprünge macht, die wir zwar intuitiv verstehen, aber nicht. Und indem ihr es aufschreibt und so strukturiert aufschreibt, gibt es die Möglichkeit, sich darauf zu hinterfragen. Ist das richtig, was ich wohl gedacht habe? Zu oft passiert es einem, oder mir auf jeden Fall, dass ich in der Debatte sitze und denke so, oh, ich hatte in der Vorbereitungszeit einen mega guten Punkt. Der macht gerade gar keinen Sinn mehr, warum. Und eigentlich hätte ich in der Vorbereitungszeit sehen müssen, wo der Fehler ist und wo ich mich korrigieren muss. Vielleicht einmal in den Cut gibt es zu den beiden Punkten gerade schon eine konkrete Frage. Wie genau wir das machen, können wir gleich noch weiter besprechen. Ich würde jetzt einfach nur, ich glaube, dass das notwendige Sachen sind. Wenn Fragen sind, einfach reinbringen. Das nächste ist das schöne Hashtag, was ich auch nur gewählt habe, weil es eine Struktur ist und gerade Linien hat. Und gerade ist genau das, was man von euch erwartet. Wir wollen gerade Linien. Wir wollen sehen, wo es hingeht. Und wir wollen auch sehen, dass ihr diesen Weg geht. Das bedeutet, ihr müsst eine Struktur haben. Und diese Struktur ist für euch zu unterteilen. Punkt neu zu machen. Erst rede ich über den Weltfrieden und dann rede ich darüber, wie ich den Weltfrieden erlangen werde. Das mag sich zwar erstmal nicht so groß unterschiedlich anhören, ist aber von der Art und Weise, wie ihr darüber redet, fundamental anders. Das eine ist eine Definition und Erklärungsfrage, das andere ist eure Methode, wie ihr da rankommt. Und das muss unterteilt werden. Dann mein Lieblingspart, sich Nachrichten schreiben. Davon waren jetzt zwar alle schon in der Schule Freunde und haben sich einen Papierzettel hingeschoben. Beim Debattieren oder speziell auf die Debatte bezogen, ist es aber einfach so, dass wir teils uns darauf verlassen müssen. Ich bin ehrlich, mein Debattel ist mindestens mittelmäßig. Es ist einfach nicht gut, weil ich zu sehr auf andere Dinge konzentriert bin. Wäre Samira jetzt mein Teampartner, würde ich sagen, so, Samira, komm her, ich brauche deine Hilfe, ich kann das lieber für dich schreiben, mach das mal. Und Samira müsste mir jetzt Notizen schreiben, die ich vorne verstehe, obwohl ich sie vielleicht nur einmal schnell überflogen habe. Und das ist eigentlich eine total tolle Unterstützung euch gegenüber. Einer von euch im Team kann am besten Rebuttal, einer versteht nochmal irgendwie, wie dieser ganze Komplex aussieht, will noch ein Argument ergänzen oder was ich am liebsten im Team mache, der Whip nochmal die Überschriften der Argumente zu geben, damit ich nochmal weiß, hey, über die Punkte habe ich geredet, das musst du tun. Das heißt, mit Notizen kommuniziert ihr auch im Team, selbst wenn ihr in dem Moment nicht reden könnt. Weil da ist ja Raum hellhörig ist oder die Person muss es nach vorne nehmen. Das heißt, eure Notizen müssen in manchen Fällen für andere sehr leserlich sein, beziehungsweise verständlich sein. Sie müssen Kommunikation finden. Und als letztes, und das ist so ein bisschen das, was Erik gesagt hat, es muss einfach schützen. Ich muss da vorne stehen und selbst wenn ich gerade keine Ahnung habe, irgendwie, muss ich sehen, okay, da geht's lang. Hier fühlt es mich hin. Wenn ich merke, alles bricht zusammen, ich habe Angst oder der Gegner ist zu stark oder alles geht kaputt oder auch nur ein Blackout habe, dann müssen die Notizen mich wieder auf diesen richtigen Pfad führen. Und den richtigen Pfad, den habt ihr ja eigentlich schon im Kopf gehabt.
Soweit Fragen zu den fünf einfachen, glaube ich, Strukturen, wie wir Notizzettel machen müssen. Denn das ist die Prämisse, auf die wir heute bauen. Okay. Wenn nicht, wie gesagt, immer wieder Fragen. Ihr habt gleich ein paar Minuten Zeit, euch die verschiedenen Notizzettel hier in der Wand anzusehen. Ihr seht, die sind schon vom Weitem, sind grob unterschiedlich und ich habe versucht, verschiedene Stile von Notizzetteln hervorzuheben. Ich würde euch bitten, wir sind zwar relativ viele und der Platz ist nicht so viel, ohne eine Massenpanik auszulösen, sich alle mal genau anzugucken. Und ihr habt zwei Klebezettel auf eurem Tisch jeweils. Diese Klebezettel sollt ihr einsetzen und neben dem Zettel kleben, von dem ihr glaubt, dass es der beste ist von allen. Vorab sei gesagt, das sind nicht perfekte Zettel. Die haben alle auch Fehler. Aber wo ihr glaubt, wenn ihr sie anguckt, sind die besten. Und mit denen wollt ihr arbeiten. Und dann werden wir gleich mal ein bisschen über die Techniken der verschiedenen Zettel, die ich hier als Vorschlag gegeben habe, reden. Es ist Norman? Wunderbar, dann lasst es auch mal gucken. Ihr könnt beide reinlegen. Auf verschiedene Zettel noch beide. Das ist der einzig wahre. Dann gehe ich darauf. Thank you.
vielleicht auch gleich noch alle einzeln. Dass man eigentlich die Rede auch im Kopf leichter hat. Und bei den Notizen ist es anders. Da musst du immer erstmal dieses einzelne Wort oder diesen einzelnen Satz interpretieren. Mhm. Man hat auch dann Zeit, in halb einer Viertelstunde eine 7-minütige Rede zu schreiben. Das zum einen. Und zum anderen ist die gesprochene Sprache immer unterschiedlich von der geschriebenen Sprache. Deswegen ein geschriebener Text sehr holprig und nicht überzeugend. Man kann ja auch nicht vorträgt und man hat sich vielleicht auch verhasst. Ja. Tore, darf ich fragen, warum du hier bist? Ich wollte provozieren und mal gucken, was da so kommt. Aber ich kann mir tatsächlich eine Situation vorstellen, nämlich wenn ich vom Thema selber relativ wenig Ahnung habe, aber den Antrag stellen muss, dass ich für die erste Minute für die Begriffsklärung mir das tatsächlich ganz sauber aufschreibe, was die anderen mir eingegeben haben, was die entscheidenden Begriffe sind, wie wir die definieren oder so. Okay. Nur für die erste Minute. Das heißt, um das vielleicht einmal zusammenzufassen, wir sagen, die Gefahren bei dem Zettel sind, dass man den Überblick verliert, dass man sich verliert, dass man vielleicht auch in den falschen Stil reinkommt, einfach dadurch, dass die Sprache nicht mehr authentisch ist, weil man nicht nur das geschriebene Wort verliert. Positiv könnte aber daran sein, wenn ich gar keine Ahnung habe, worum es geht. Es geht um die Eigenes-Drilling in Polen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wo das ist, warum das ein Problem sein sollte, genau auf diesem Standpunkt. Und muss das jetzt erklären. Kann das teilweise nicht schlecht sein. Aber Rat von mir persönlich zur Vorsicht, du hast recht, in manchen Fällen voll gut, aber mit das wie Schuhe, ne? Ein bisschen schwierig. Kommen wir vielleicht, also wenn dazu keine Fragen mehr sind, gibt es noch welche? Kommen wir vielleicht einmal zu dem mit den Aufklebern.
Darf ich fragen, wie die gewählt hat? Warum kommt es mir gut? Weil es eine klare Unterteilung gibt zwischen Wohnräumen und deinem ganz gut ist. Aber zumindest sieht man dann einfach, okay, ich möchte das sagen, ich möchte das nochmal aufgreifen. Und mein Argument darauf ist dann das andere. Und letztendlich, man hat sich ja davor schon überlegt, was man sagen möchte. Und mir reicht es zum Beispiel teilweise nur ein Stichwort zu. Ja, das ist mega gut, dass du das sagst. Denn ich glaube, eine Sache, die wir regelmäßig vergessen bei Notizen, ist, wo ist die Kreide? Da. Du weißt mehr, als du denkst. Du hast das Ganze schon durchexerziert bei dir. Tendenziell neigen wir fast alle dazu, zu viel aufzuschreiben. Das, was du sagst, ist es halt gut, es auch nur Stichworte zu haben. Es zu begrenzen auf das, was wirklich notwendig ist, kann ein großer Vorteil sein. Speziell, wenn man sich in dem Thema sicher fühlt. Wenn ich also schon 20 Mal das Thema debattiert habe und genau weiß, wie geht das, oder genau eine Ahnung habe, wohin gehe ich damit, muss ich nicht mehr alles aufschreiben. Ja? Da aber immer die Abwägung zwischen was brauche ich und was sollte ich tun. Also macht es Sinn, das zu machen. Ja. Ich finde es für eine Situation auch total faszinierend. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren, habe es tatsächlich noch nie gemacht. Wenn ich erst zur Opposition reden würde, dann würde ich das, glaube ich, mal ausprobieren, weil ich kann mir während der Vorbereitungszeit einen Zettel anlegen und sagen, okay, ich gehe auf jeden Fall hin auf Status quo, auf Prämisse, auf Antrag, das kann ich mir vorbereiten. Und dann muss ich aber spontan was produzieren, was ich dazu sage und kann während der Rede, die ich anhöre, relativ schnell noch die Kindzettel verwerfen und nochmal neu starten. Einer der Gründe, warum das so ist, ich nutze das manchmal fürs Rückwarten, einfach ein Grund, weil ich mich vielleicht noch auf Punkt, keine Ahnung, was haben wir da als Beispiel, irgendwie auf die Methode, also die falsche Durchführung der Regierung konzentrieren möchte und das auch Feedbacken möchte, aber Probleme haben mit der Zeit. Also kann Samira so lange auch in der Zeit schon mal den ersten Punkt rebutteln und das dann wieder draufkleben. Das heißt, ich hätte alles beisammen. Nicht für jede Möglichkeit, aber in Momenten, wo ich weiß, einfache Dinge sind austauschbar oder so habe ich einen schönen Überblick, nicht 20 Zettel vor mir, wenn Samira mir drei Argumente schreibt, kann es eine gute Lösung sein. Also das heißt, es ist auch tatsächlich so, dass das Thema Notizen vom Partner quasi, diese kleinen Klebezettel, das heißt, dass jemand zum Beispiel sich dir auf dem Klebezettel schreibt und du kannst es lesen, kannst es dann da nicht helfen, wo es in deiner Rede passt. Es ist eine Möglichkeit. Also ich würde nicht sagen, das ist die eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass es gut funktionieren kann. Einfach, weil ich noch nicht, oder auch bei Argumenten, wo ich weiß so, ich weiß noch nicht, ob ich das zeitlich kann, ich würde das vielleicht dann da einschieben, falls die Debatte sich noch dahin entwickelt oder sowas. Das kennen wir alles so vorbereitet, selbst müssen keine Ahnung, ob wir über jeden Fall noch sprechen. Ja, wir können ihn ja mal preppen. Ja, okay. Dann kann man sich das vielleicht auf den Klebezettel schreiben und da rein. Wie gesagt, kein Muss. Aber ich habe schon einige erlebt, dass sie es sehr, sehr hilfreich empfunden haben. Einfach, weil es ja eine gewisse Flexibilität gibt. Diese Flexibilität bzw. Klebezettel sehen wir ja auch bei den ganz Rechten. Und die hatten ja schon relativ viele Sticker bekommen. Können sich alle mal melden, die uns Sticker gegeben haben? Okay, schon einige. Okay. Fang an, was ist so positiv an dem? Warum habt ihr gedacht, ja, alles, Mensch, das ist meine. Infinite. Wer ist nummeriert? Ja. Warum sind die Nummern so gefüllt? Ein strukturiertes. Ja, es gibt da eine Reihenfolge vor, offensichtlich, und eine Chronologie, mehr auch in der Sicherheit, mehr Inhalt auch, mehr ein Los. Okay. Also mir ist es lieber, als wenn es zu wenig ist, denn Schulung, das zum Beispiel fand ich auch relativ leer, genau, es hat mehr, auf das man zurückgreifen kann. Okay, das heißt, würdest du auch so deine Argumente schreiben? Also würdest du sagen, okay, in dem Argument sage ich 1, 2, 3, 4? Oder glaubst du, würdest du das alles verschiedene Argumente? Erst sage ich A, danach sage ich B.
Also meine Ziele haben noch nie so ausgesehen. Ich denke, ich würde dann spontan Auto umstellen. Das nur so als Möglichkeit nehmen. Ich kann mich nicht mehr daran halten. Also ich glaube, derzeit ist es ziemlich gut, wenn man wirklich weiß, worüber man reden will. Weil man hat ja diese Strukturierung und das sind eigentlich nur die Labels, die man hat. Und da muss man halt genau wissen, was da kommt. Alex hat sich eben schon gesagt. Also ich habe den halt nicht genommen, sondern nehmen wir den, weil das zu viele Punkte sind. Also für mich, das heißt, du kannst ja auch nur oberflächlich behandeln, wenn du so viele da abarbeiten kannst. Und das fand ich halt an dem gut, das ist halt nur 1, 2, 3 mit Untergedanken, so die man nicht vergessen soll. Deswegen habe ich lieber den genommen. Und ich weiß nicht, ob, ob ich mir sowas eigentlich draufschreiben würde, wie der gerade den Kontakt. Genau zu dem, das fand ich auch sehr gut bei diesen Jürgen-Zetteln, weil die explizit sagen, hey, das ist eigentlich das, was du immer vergisst und das sollst du nicht. Und ich glaube, das ist sehr gut. Wenn du irgendwas trainieren willst, gezielt, das ist das Beste. Ich fand es echt gut. Das kann ein enormer Vorteil sein. Es kann super sein, wenn man weiß, oh mein Gott, ich vergesse immer die Abwägung. Ich mache immer das Rebutton zu lang. Immer. Und irgendwann können die Teampartner auch nicht mehr winken. Also manchmal machen die ja so Stopp oder so. Manchmal sind sie so Fluss oder zählt. Aber man guckt immer wieder auf seine Notizen. Und dann kann sowas nützlich sein. Die Frage, will man wirklich drei Stück davon, die einen sagen, drei, das ist ein Drittel dieser Seite, das ist ja Achtung, pass auf, das auf. So richtig schön, so mit der Faust ins Gesicht, mit allen Dingen, die du falsch machst. Vielleicht da ein bisschen zu moderieren und zu sagen, okay, irgendwie, jetzt die Rede ist mir am wichtigsten, dass ich auf mein Zeitmanagement achte, deswegen passe ich auf einmal Rebut auf, weil das mein größtes Problem ist. Durchaus eine Möglichkeit. Die Fülle von den gelben Zetteln, weiß ich persönlich würde einfach nur die ganze Zeit drauf gucken und den Rest irgendwie völlig weglassen, sondern mich auf alles konzentrieren, was da steht. Und dann am Ende doch den Faden verlieren. Ja? Deswegen meine ich, alle Zettel können hier auch potenzielle Fallen mit sich haben. Genau, was ich sehr schön fand, aber das war auch bei den anderen. Ich habe die beiden da, den ganz aus mit den übernächsten Fall gewählt, wegen der Farbe. Ich finde das sehr schön, dass da eben auch mit Farben gearbeitet ist. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, was bedeutet jetzt welche Farbe. Also, aber trotzdem ist es irgendwie hilfreich, wenn ich drauf gucke und da steht ganz viel und ich habe dann aha, rot heißt Achtung oder blau heißt da. Ja. Also mit denen ist es hilfreich, finde ich auch, um zu wissen, eine Einordnung dessen zu haben, was da steht. Hat noch jemand wegen der Farbe gewählt? Ja? Also, Zettel, weil die so nach. Wobei du ja schon gesagt hast, dass das auch eine Falle sein kann. Ja. Weil die stelle ich wirklich raus, wenn man sich da, glaube ich, das Wichtigste ausschalten würde, das glaube ich, würde sogar Sinn machen. Ja. Ihr seht da, ich weiß nicht, ob ihr es von fern seht, aber da sind mehrere Sachen unterstrichen. Jetzt mal kurz ran, falls ihr es nicht seht, weil das dann halt Gold ist und so. Also, erstmal ist hier das letzte Wort unterstrichen. Das heißt offenbar, ich möchte unbedingt eine Betonung auf dieses letzte Wort packen. Sowas kann wunderbar funktionieren. Zu sagen irgendwie, dass man vielleicht eine Modulation dann erkennen kann. Dass man dann sagt, so das ist das eine, was ich will. Für solche Dinge kann man super sich Dinge markieren. Manche machen sich aber auch so Wellen über Dinge. Also manche wollen dann irgendwie unterstreichen sich das irgendwie. So unterstreichen sich das. Manche machen einen Bogen, damit gezeigt wird, das musst du hervorheben. Nicht für jeden, zum Beispiel. Ja? Für mich sind für den schnellen Blick sind unterstreichen oder so nicht geeignet, sondern eher so Markierung mit dem Textmarker oder so. Voll, da hast du komplett recht. Wenn wir manchmal deswegen ist es auch hier wieder teils positiv, teils negativ. Viele Farben sind schön. Und das bringt meine Aufmerksamkeit. Aber wenn so ein Glitzerstift das zu unterstreichen, kann einfach dazu führen, dass ich nicht sehe. Und kann auch sein, wenn man was für seinen Teampartner schreibt, wird einfach übersehen. So, jetzt schauen wir uns einfach mal die Fülle der Farbe hier an. Selbst wenn es nur ein bisschen ist, ein Glitzerstift. Hier ist alles unterstrichen. Hier sind beide Worte unterstrichen. Hier sind auch beide Worte unterstrichen. Hier ist eine Reihe gar nicht.
Die ist offensichtlich nicht so wichtig. Und dann das letzte ist nochmal dick eingekratzt. Ich weiß, wir haben Lehrer in diesem Raum gesehen, dass ich jetzt die spezielle Frage an dich stelle. Worauf denn in der Mittel- und Unterstufe? Mittelstufe. Was passiert, wenn deine Schüler alles anmarkern an deiner Seite? Das machen die tatsächlich. Ich weiß, aber ist das gut? Wie beantworte ich das? Also für Leute in der Mittelstufe ist das die schwerste Sache. Du gibst den Zeitungsartikel, sagst, du musst alle wichtigen Informationen für eine Leitfrage daraus holen, ja, und unterstreichen fast alles, die schreiben fast alles raus. Also weglassen fällt extrem schwer. Aber genauso ist es doch auch bei unserer Debatte. Jedes Argument ist doch ein bisschen unser Baby. Jedes Argument bitte voll vortragen. Jedes Argument, was ich mir ausgedacht habe, ist wunderschön und deswegen vollkommen relevant. Manchmal müssen wir aber sehen, dass wir manche Kinder lieber haben als andere. Das heißt, da auch wie in der Mittelstufe bei unseren Schülern wieder bedenken, vielleicht muss nicht der komplette Text überstrichen sein, vielleicht muss nicht überall 15 Farben drin sein. Wahrscheinlich reichen 2 Farben, um zu sagen, hey, auf das musst du inhaltlich achten oder hey, auf das musst du sprachlich arbeiten. Das heißt, schon wieder kommt was ich eben schon gesagt habe, alles mit so ein bisschen mit Gefühl einsetzen. Nicht nur gelbe Zettel hinklatschen, nicht überfordern mit Anweisungen, nicht zu viel Farbe rein, weil dann wird es einfach unübersichtlich und man hat keine Wichtigkeit mehr. Gut. Dann lass uns doch noch einmal zu denjenigen, der Teil schon von Alex und Samira angesprochen wurde, nämlich den dritten von rechts. Das ist ein Zeichen, der mit dir mit der meisten Zwickern. So. Wer hat den ausgewählt? Das freut mich natürlich persönlich, weil es meine Art und Weise ist, aufzuschreiben. Und die halte ich natürlich immer von besser. Folgendes. Ich würde euch jetzt erstmal erklären, welchen Sinn ich hinter meinen Notizen sehe. Und dann finde ich schön, wenn wir versuchen, erst das, was ich gesagt habe, zu hinterfragen und dann zu gucken, wie können wir das optimieren. Weil nur weil mehrere gesagt haben, das ist gut und strukturiert, glaube ich, dass der Zettel immer noch einige Fehler hat. Okay, oben sehen wir einen ersten Satz. Für mich persönlich war das, glaube ich, der beste Tipp, den mir jemand geben konnte. Das war kein Mann, der gesagt hat, schreib dir den ersten und letzten Satz auf. Das ist ganz einfach. Mit dem ersten Satz erreiche ich die Redner und die Ohren. Und wenn ich sie damit nicht erreiche, dann wird es schon schwierig genug, sie den Rest der 7 Minuten zu erreichen. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass das, was wir sagen, von Anfang an ziehen muss. In der Mitte wird es vielleicht eine Schwäche haben, so wie die meisten Filme auch am Anfang eine Schwäche haben. Aber wenn die ersten 10 Minuten vom Film nicht gut sind, schalten die weg. Und genauso schalten Juroren und freie Redner und alle anderen weg, wenn der Einstieg nicht irgendwie interessant ist. Das heißt, ich überlege mir wirklich vorher in der Vorbereitungszeit, was kann mein erster Satz sein? Und den schreibe ich mir auf den Zettel. Einfach um gleich die Leute eine Spinne in mein Netz zu ziehen. Danach, und da kommen wir zu den Nominierungen, die du ja so gut fandest. Ne? Da sind alles nur 2. Wenn ich jetzt vom Zettel von einer Rede ausgegangen, die 2 Hauptargumente hat. Das oberste, und es ist relativ simpel, glaube ich, und intuitiv angelegt, könnt ihr euch sehr gut vorstellen eigentlich, ist die in den meisten Fällen ist es die Behauptung am Anfang. Meistens fange ich an und sage etwas, was vielleicht nicht stimmt. Oder worauf ich hin will. Oder fange mit einem total coolen Bild an, was die erste Interesse ziehen soll. Das heißt, ich habe ja immer irgendeinen Einstieg. Vielleicht auch ein Label. Wir haben ja jetzt schon genug Varianten. Danach würde ich hier weitergehen und ein Pfeil machen. Diesen Pfeil habe ich nicht markiert gesehen, für mich ist es einfach nur ein bisschen blind. Ich
mag die Markierungen, um zu unterscheiden. Das ist was ganz Liebes. Für mich eine Abkürzung im Grunde, eine gedankliche. Und das ist daraus folgt. Wenn ich was sage, dann begründe ich das meistens. Ich sage irgendwie Alex, ich sage dir jetzt, Eichhörnchen sind böse. Ja, genau, fütter keine Eichhörnchen. Okay, das ist eine Begründung. Das Problem ist, es reicht meistens nicht. Meistens reicht das irgendwie nicht, das zu sagen. Das bedeutet, in den meisten Fällen, das ist ein sehr glücklicher Planwart. Gehen wir dann noch weiter. Ich glaube, ihr könnt das an alle eure Argumentationsstrukturen anpassen. Ne? Also egal, ob ihr irgendwie sexy nutzt oder, keine Ahnung, Miserowski-Formel, irgendwas, ihr könnt das theoretisch anwenden. Vor allem, weil diese Pfeile für manche Menschen super hilfreich sein können. Zu sagen, okay, ich mache mir, das zeigt ja einfach den nächsten Gedanken an. Das heißt, du hast einerseits eine Unterteilung, aber andererseits eine Weiterführung und Abkürzung. Ist für mich persönlich die beste Möglichkeit geworden. Und dann, und genauso schreibe ich sogar in den Notizen, kommt noch das Letzte und immer wieder wichtig und vergessen, macht dann gleichzeitig Minuten größer als der Pfeil für die Abwägung bzw. die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen. Und im Grunde ist fast die Argumente aufgebaut. Es mag mehr Varianten haben, es mag zwischendurch schon eine kleine Abwägung haben, aber die grobe Teil ist meistens von den meisten Problemen so. So, dann habe ich einmal Punkt 1 und einmal Punkt 2. Und diesen Punkt 2, auch wieder der hat ein Label, der hat einen Pfeil und dann kommt ein Zeichen. Wie gesagt, diese Zeichen sind für mich gut, die habe ich für mich entwickelt. Wenn ihr andere habt, bessere oder für euch schönere, nutze ich das. Ich wollte euch mal ein Beispiel jetzt für die Zeichen geben. Dann nutze ich E. Das heißt für mich, ich weiß noch nicht genau mein Zeitmanagement. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich genau darüber reden muss. Vielleicht auch, weil ich erste Opposition bin und noch nicht weiß, wo die Regierung ihren Schwerpunkt legt. Wie viel ich überwachen muss. Wie viel Antragskritik ich bringen muss. Ich weiß noch nicht, wie viel Eigenes ich bringen kann. Es vergrenzt euch nicht mit, das finde ich okay. Alles, was in diesen Slashes steht, kann ich nur vorauslassen. Das heißt, ihr plant noch mehr eure Rede als vorher, wenn ihr einfach nur irgendwas sagt, naja, den Teil kann ich irgendwie auslassen. Markiert es dort für euch. Und am Ende seht ihr, ist wieder Punkt, Punkt, Punkt und ein Schlusssatz. So, jetzt habt ihr mal meinen Zettel gehört. Was denkt ihr über den? Wo glauben wir, können wir den vielleicht verbessern? Welche Gedanken habt ihr dazu? Ich hätte erstmal eine Frage. Ja, also von der Struktur finde ich ihn sehr gut. Meine Notizen versuche ich zumindest ähnlich zu machen, aber die sind deutlich kleiner geschrieben. Ja. Und das sind bei allen Notizen jetzt große Buchstaben. Ja, also ich schreibe niemals kleiner. Okay. Einfach, es kommt auch an, ne? Ich bin relativ groß. Tendenziell debattiert mit der Schule, die Tische sind sehr niedrig. Ich werde auch nicht jünger. Und außerdem würde ich gerne die Zeit nutzen, die Redner anzugucken. Je kleiner die Schrift, desto länger muss man in den Augen darauf verweilen, desto höher ist die Gefahr, dass die Jünger denken, gucken auf mein Blatt. Wie viel Zeit hast du denn? Ich habe meistens einen Zettel, beziehungsweise also meine reine Argumentation ist ein Zettel und Rebuttal ist ein zweiter Zettel. Manchmal, wenn der einen dritten Zettel noch ablehnen. Wenn ich nicht so sicher bin, dann versuche ich ein drittes Zettel. Das heißt, die Anzahl eurer Zettel ist ein bisschen von euch abhängig, wie groß ihr schreibt natürlich. Es kann auch sein, dass ihr für ein Argument einen Zettel nutzt. Ich tendiere eher dazu zu sagen, reduziert euch. Speziell bei, wenn ihr das Halbfinale oder meistens im Finale habt, nur ein kleines Pult und am Ende könnt ihr da nur
zwei Zettel aufkam. Und das ist ja eigentlich unser Ziel, da mal hinzukommen. Gleichzeitig ist es aber auch so, ihr könnt nicht durcheinander kommen. Wenn ihr zwei Zettel habt, dann bin ich nicht bei meiner Liebe mit so, oh, Menschenskinders, ich muss hier aber jetzt noch ein bisschen schauen, wo das alles hingeht. Und ihr könnt keinen auf den Platz vergessen. Es ist halt wirklich ein Problem, wir vergessen sie zu häufig auf den Platz. Also ich finde die Struktur sehr gut, weil ich meine Schriftseite auch so strukturieren, dann muss es gut sein. Ja, wunderbar. Ich mache es noch ein bisschen was anderes, dass ich halt auch einzeln ein Argument habe, dass ich beim Brainstorm einfach groß drüber schreibe, das ist das Argument und ich formuliere das nach und nach auf. Da habe ich das Problem, wenn ich da halt eine lange Kausalkette habe und dann immer daraus folgt habe, dass dann schon das nächste Argument da steht und ich habe unten einfach keinen Platz mehr habe, dass es dann gleich gedrückt ist, da auch immer ungefähr einzeln ein Argument und kurz bevor ich dann weiß, ich rede jetzt nämlich einen Textmarker und schreibe 1, 2 und 3 davor, verbaut er das dann so. Ja. Und dann kann ich dann auch noch spontan an einer Rede umstrukturieren, Argumenten. Ja. Und das dann nochmal darauf anpassen, was vielleicht nur gebettet gesagt wurde. Ja, das ist ein guter Hinweis. Noch Gedanken dazu, wie man den verbessern könnte? Ich würde gerne mal einmal kurz die Leute fragen, die gesagt haben, es haben ja einige doch nicht gewählt. Warum habt ihr genau diesen nicht gewählt? Warum habt ihr das so ordentlich? Zu mir passt der nicht. Kann ja auch einfach ein Gefühl sein, dass ihr sagt, keine Ahnung, bei Grün nicht. Grün und Gold. Okay. Gut. Dann lasst uns nochmal einmal weitergehen zu dem daneben. Ich würde behaupten, das ist so ein bisschen Mix aus dem, den wir eben gesprochen haben und den ganz rechten. Warum Mix? Erstens, ich glaube, dass dieser gelbe Zettel bzw. die Zettel, die unten kleben, durch den Kasten irgendwie symbolisiert sind. Das heißt, ihr braucht keine Klebezettel, ihr könnt euch das auch markieren, irgendwie großflächig, dass ihr trotzdem darauf achtet. Das heißt, wir haben nicht so einen Materialverlust. Wer gerne Bäume schützt, kann das damit besser machen. Und gleichzeitig hat schon die ähnliche Struktur. Ich möchte euch nur gerne auf eine Sache hinweisen. Und ich markiere sie jetzt nochmal rosa, weil ich sie sehr cool finde. Und da muss wir haben als Team ein Ziel. Als Team haben wir die Teamline. Wir stehen für etwas. In dem Fall stehen wir für Weltfrieden. Gutmenschentum. Speziell, wenn ihr euch unsicherer seid, nicht unbedingt vom Inhalt her, sondern mehr so, oh, wo geht das hin? Oder euer Teampartner euch gesagt hat, so geht's hier heute. Passiert ja auch einfach mal, dass der mehr wächst. Ist es gut, sich groß nochmal hinzuschreiben, hey, denkt man, das ist unser Team, ne? Nicht, dass ihr dich inzwischen fragt, irgendwo hin verschwindet. Durch den Gedanken irgendwie so, ups. Das heißt, manchmal ist es auch gut, das große Ganze sich zu notieren. Wenn wir speziell natürlich das große Ganze nicht immer sehen, wo wir vor. So. Und jetzt zum letzten, den ganz linken. Kennt ihn jemand? Hat das schon mal jemand für die Uni gesehen? Nee? Er hat ja zwei noch unabhängig vom Inhalt. Das nennt man Cornell-Notizen. Das ist nach einem Typen auf irgendeiner Uni, habe ich vergessen, Cornell hieß der. Und der hat diese Art von Notizen erfunden. Diese Art von Notizen werden auch in die werden auch in Unis vorgeschlagen und beigebracht. Und teils auch im Unterricht, wie man besser Notizen macht. Was findet ihr von die Leute, die den gewählt haben? Was fand ich spontan wieder den? Haben die noch ein paar Leute gewählt, oder? Wer hat den gewählt? Ja. Warum habt ihr den gewählt? Ich fand halt gut, dass es so ein klarer Trend. Also, das ist so, dass da so
Bereiche entstehen, die halt irgendwas bedeuten können. Also was vielleicht manche gut durch Farben besser aufnehmen, könnte ich zum Beispiel in so einer Struktur viel leichter darauf auch erkennen oder verstehen. Ja, es ist auch am Ende so. Also die Struktur ist genau dafür gemacht. Ihr seht den kleineren linken Block, den nennt kommen die Randnotizen. Das sind zum Beispiel eigene Gedanken, in einer Vorlesung werden das jetzt eigene Gedanken bzw. Beispiele für die Debatte. Finde ich das super, um Bilder reinzuschreiben, Metaphern. Was will ich nutzen? Wie will ich es illustrieren? Weil das manchmal zu den Argumenten zu packen, ist nicht für jeden die beste Übersicht. Die rechte und größte Seite ist der Inhalt. Im Unterricht wäre es dann, was doziert der Dozent? Was sagt er? Welchen Inhalt gibt er? In eurem Fall oder im Debattenfall wären das einfach die Inhalte. Fertig. Also die Argumente, die ihr bringen wollt. Rein, rein. So. Und unten, da ist im Grunde. Im Debattentechnischen kann man ihn sehr gut nutzen, um seine Abbildung zu machen. Das heißt, ich glaube, dieser Zettel ist zum Beispiel für einen Rücken gut, kann auch sehr gut für den ersten Redner speziell sein. Also Leute, die große Abbildung geben müssen, die sagen können, auf einer Seite stehen wir und auf der anderen Seite stehen die. Und das, was ich euch hier sage, ist, kann aber auch für Dinge genutzt werden, wie zum Beispiel die Türleine nochmal groß zu sehen. Das heißt, das Gesamtbild zu sehen oder wichtige Punkte rein. Was könnte das Problem an dem sein? Es ist halt voneinander getrennt. Also man weiß halt nicht mehr, welches Bild weiß zu welchem Inhalt und so. Und dann hat man halt nicht zuordnen zu können, weil es eben auseinandergezogen ist. Ja. Wir haben Farben sind und wenn die gleich sichtlich war, im Gegensatz zu dem, den wir vorher besprochen haben, den du verwendest, wo ich wirklich sogar mit Farben und durch die große Schrift ganz klar strukturiert und da die Führung des Bildes suchen muss. Ja. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich glaube, dieser Zettel ist besonders gut dann geeignet, wenn du genau weißt, worum es geht. Wenn du nur die Ideen sehen musst. Du siehst nur, okay, ich rede heute über RTL 2, dann gebe ich ein Frauentauschbeispiel, okay, und danach rede ich irgendwie über Netflix und warum das potenziell besser ist fürs Fernsehen, und dann gebe ich ein anderes Beispiel. Für solche Punkte kann das sehr gut sein und sehr cool. Und speziell vielleicht auch dann, wenn wir uns überlegen, will ich vielleicht ein bisschen weg von den Notizen? Will ich vielleicht ein bisschen weniger mal machen? Weniger schreiben? Auch das kann eine Anstrengung sein, die ihr haben könnt. Aus dem, was wir dort sehen, das ist ein Beispiel, und dem, was wir hier sehen, und was wir besprochen haben, würdet ihr alle bei der gleichen Meinung bleiben, die ihr da hattet? Ja? Naja, also ob kein Zettel ist, was mich ein bisschen stört, ist wirklich eben eine Unterteilung, wie sie da gemacht ist. Also an der Tafel eine Überlegung, wie organisiere ich eigentlich meinen eigenen Notizzettel, um eben Sachen im Kopf zu haben, sowohl Argumentationsstrukturen, was das eine ist, als auch möglicherweise meine Art und Weise zu sprechen, was was anderes ist, oder eben die Erinnerung an, dass ich einen Teamkollegen noch schreiben möchte. Also kann man nicht auf den, oder vielleicht mir fehlt so ein bisschen Notizzettel eben auch unterteilt auf verschiedene Bedürfnisse, die ich haben mag. Das ist alles so ein, ja, finde ich sehr zentriert auf eine Sache, außer der eine, der total chaotisch ist. Aber es fehlt sowas, wo verschiedene Aspekte aufgegriffen werden. In einer Debatte gibt es da diesen einen Punkt, wo du sagst, ja, mir ist nicht das Bild. Und da sage ich meinem Teampartner Bescheid. Ich glaube, das, was du sagst, kann super lehrreich sein für halt einen rein theoretischen Fall. Wofür wir jetzt gucken, ist, dass wir in der Praxis irgendwie eine sinnvolle Rede gestalten können. Ich glaube nicht, dass einer von diesen Zettel perfekt ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich euch sagen kann, so, du nutzt jetzt den und du nutzt jetzt den. Wenn wir aber über uns überlegen, dass das könnte Kriterien sein können für Zettel. Und eine Nachricht zu schreiben, heißt ja nicht unbedingt den Zwang, eine Nachricht zu schreiben. Aber die Möglichkeit, dass das geht, kannst du dir halt aus dem deine Dinge wählen. Das
quasi dein eigenes Notizbuffet ja. und du schnappst dir was draus. Weil es auch mehr genau, also ich fand, nachdem ich jetzt erklärt bekommen habe, wie diese Cornell-Notizen aufgebaut sind, weil ich habe halt beim Buch auch so ein bisschen geguckt, okay, welche Notizzettel könnte ich mir nehmen und spontan was die Räder halten. Und deswegen bin ich halt eher bei denen gelandet, wie ich es vielleicht so intuitiv selber gestalten würde, aber jetzt, wo ich verstanden habe, wie das, also wie da in der Aufbau ist, weil das ist mir halt noch nicht so klar geworden, würde ich auch vielleicht den nochmal umhängen, den ich da hatte. Halt, jetzt ist klar, okay, da sind Sprachfehler und genau, es war halt, ja, ist noch nicht so klar, glaube ich. Um aber vielleicht auf die Sorge einzugehen, wie kriegt man das zusammen? Und gleichzeitig auch mal zu gucken, irgendwie, wo geht das Ganze mit euch, mit den Notizen insgesamt hin? Habe ich was vorbereitet und wir machen jetzt eine kleine kurze Übung. Die sieht aus wie folgt. Ich habe hier ein paar Themen genannt. Diese Themen sind relativ warm von mir zusammengestellt worden. Sie erfordern, glaube ich, kein krasses Wissen. Wenn ihr irgendwie sagt, ich verstehe überhaupt nicht, was darauf steht, weil ich kenne die Person nicht oder so, ich sage davon Bescheid, ich kriege einen anderen Zettel. Ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt euch dieses Thema anguckt, was ihr bekommt. Dann möchte ich, dass ihr nach den Methoden, die ihr dann für gut empfindet und sagt, so eigentlich finde ich gut für mich, eine Notiz schreibt. Für eine 2 Minuten lange Rede. Ist nicht viel. Ich möchte schon, dass ihr ein Argument bringt, also als würdet ihr das ein bisschen debattieren. Aber achtet darauf, dass eure Notizen klar sind, deutlich sind und ich würde sie gerne noch lesen können. Also wenn ihr es irgendwie schafft, ein bisschen leserlich zu schreiben, wäre ich sehr, sehr verbunden. Und dann werden wir gleich die Rede vortragen. Und ja, ihr habt 2 Minuten Zeit, diese Rede zu vermöglichen. Okay? So, Samira, dann greif mal, ich glaube, irgendwo geht los. Ja, das ist so eigentlich. Ja, so, wir sind so schön. Hat jeder Papier? Und bei dir fehlt eine Zelle? Dann, ja, ich bin vorsichtig. So, und ich reiche jetzt einfach mal 3 rüber. So. Genau, also wir haben jeweils dieses Haus drauf, das heißt, es ist die Regierung. Müssen wir das auch noch draufschreiben? Es wäre schön, wenn ihr das Thema oben nochmal draufschreibt, damit ihr am Ende nachvollziehen könnt, worum es ging. Ihr habt jetzt 2-3 Minuten Zeit. Könnt ihr da anfangen? Ja. Ich habe keine Ahnung. Wie das? Ja.
zum Ende. Er schafft das. Er hat ja eh was an. Gut. Dann einmal alle Augen hier. Wir machen das jetzt so. Diese Rede wird vorgetragen, allerdings nicht von euch. Bitte geht jeweils die Rede. Ihr beide tauscht die Rede. Dann ihr beide jetzt die Rede. Ihr beide tauscht die Rede. Ihr beide tauscht die Rede. Und die letzten beiden, vier kostenlose beiden Verletzungen. So, natürlich. So, Leute. Ich weiß, es ist jetzt ganz schwer, ganz viele komische Handschriften zu lesen und komische Strukturen, aber. Ihr habt jetzt noch mal eine Minute Zeit. Ihr habt jetzt noch mal eine Minute Zeit, ihr euch das durchzulesen. Ihr habt das Thema da oben. Falls ihr das Thema nicht habt, könnt ihr das Thema erfragen. Und ihr sollt jetzt mit diesen Notizen zwei Minuten Rede halten. Keine eigenen Notizen drauf machen. Eine Sache, es ist nicht schlimm, wenn ihr die zwei Minuten unterschreitet. Überschreiten solltet ihr sie aber nicht. Okay? Ich habe eine Nachfrage, was da steht. Gegebenenfalls nachfragen, was da steht. Sollen wir nur das sagen, was auf den Notizen steht? Ihr sollt nur das sagen, was auf den Notizen steht. Ihr sollt eure Rede ohne die Notizen machen. Dann kannst du nicht mehr sagen. Zweitens, die sind ruhiger. Die kommen zu uns und wir entspannen uns bei den Katzen. Das ist so schön. Das macht uns die Katzen zu einem geselligen Wesen.
Und drittens, es gibt große Katzen. Zum Beispiel Löwen und Savannen. Die sind so gesellig. Und das ist halt einfach eine Harmonie in der Natur, die wir uns einfach gerne anschauen. Daher, meine Damen und Herren, Katzen sind besser als Löwen. Vom Inhalt wäre es nicht ganz anders gewesen. Okay. Ja, darf ich mal wissen, wie anders? Ich bin ja nur mit Titel. Soll ich jetzt mal fragen? Ja, kannst du gerne machen. Okay. Ich meine, erst denken, ja, bevor du. Also vorhanden, das ist eigentlich ein wichtiges Prinzip, was wir uns auch abgucken können, vor allem bei den Katzen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, also wir glauben mal, dass Katzen besser sind als Hunde. Ich meine, wir alle kennen ja Hunde, wie sie sich geben, wie sie handeln und natürlich auch, wie wir sie wahrnehmen. Doch jetzt erstmal zu den Katzen. Also wir denken eben, dadurch, dass Katzen eben viel ruhiger sind, also eine viel entspanntere Art haben, davon gehen wir eben auch aus, also dass sie eben erst nachdenken und halt auch abwägen, also bevor sie jetzt handeln, das heißt also bevor sie sich jetzt überhaupt bewegen, bevor sie erstmal aufzustehen. Und ein ganz großes Beispiel, denke ich, oder auch ein sehr bekanntes Beispiel sind eben die Löwen, die wir, denke ich, kennen. Also ich meine, wenn wir jetzt uns diese Großkatzen ansehen, dann sehen wir auch, also dass diese Familien viel harmonischer miteinander umgehen, also viel geselliger sind und auch ein viel sozialeres Familienbild haben. Cool. Was wir jetzt im Beispiel auch gesehen haben, würde ich gerne, dass wir das weiterführen, nämlich jeder trägt einmal die Rede vor. Und dann möchte ich bitte, dass ihr euch in den Teams zusammenfindet, wie ihr jetzt gerade getauscht habt, und dann einmal quasi einen groben Umriss, ihr müsst nicht die genaue Rede halten, wie ihr die Rede damit erhalten hättet. Macht es grob und kurz. Deswegen jetzt in diesem Moment einfach zuhören, denn jeder wird jetzt schnell die Rede halten. Ja? Wer möchte als nächstes? Wir können einfach gerne weitermachen. Wo verbringt der Mensch außer in seinem Bett die meiste Zeit? Auf Arbeit oder zum Beispiel in unserem Fall in der Universität. Und deswegen glaube ich, Jena ist richtig toll. Ich danke euch erstmal, dass ihr heute hier sein könnt. Und ich habe jetzt auch ganz klar mit den Gewissen erkannt, wieso es hier so schön ist. Denn wir haben zum einen Bildungsmöglichkeiten und Berufsmöglichkeiten. Zum ersten haben wir eine wunderschöne Universität. Das ist eine Volluniversität. Eine alte Universität, hier kann man seit ewigen Zeiten Medizin und Jura, aber auch Rechtswissenschaften, das ist ja schon Jura, studieren, aber auch Mathe, Physik etc. Außerdem haben wir eine praktisch orientierte Hochschule. Diese ermöglicht uns einen besseren Einstieg in den Berufsleben. Und das bringt mich auch gleich zum zweiten Punkt. Die Berufsperspektiven in Jena sind wunderbar. Hier haben wir zum einen eine glorreiche Softwarebranche, wir haben eine Keksrolle mit dem Intershop, Horizon, ich gehe davon auch aus, das ist auch eine Softwarebranche. Außerdem sind wir bekannt für unsere Glas- und Optikindustrie KZS Jena. Insgesamt gibt es hier viel Industrie und damit sind die Perspektiven für die Studenten, für alle möglichen Arbeiter wunderbar und deswegen ist Jena einfach toll. Wunderbar. Macht euch gerne ein paar Notizen zu der Rede, wenn das eure ist, um zu gucken, wo halt ihr was komplett anderes gemacht, dass es nicht vergessen wird. Und ich würde sagen, weiter zu deiner.
Ja, manch einer glaubt, Katzen wären die schönsten Tiere, manch einer behauptet, Hunde wären die besseren Wegesgefährten. Aber wir denken, dass wir glauben, dass die schönsten und tollsten Tiere Einhörner sind. Warum glauben wir das? Eigentlich gibt es ja zwei Kriterien, die man da übergreifend auch zum Beispiel bei der Partnerwahl, aber auch bei der Tiereswahl beachten kann. Das ist einmal das Aussehen und das Charakter. Vom Aussehen her ein weißes Pferd mit einem Horn, das Glitzerstaub versprüht, das gibt es nicht zweimal, das ist ein Unikat. Und auch der Charakter, ein Einhorn ist gutmütig, es ist der beste Freund des Menschen, es hilft einem während der gesamten Lebensphase, das Bestmöglichste zu erreichen. Deshalb glauben wir und sind der festen Überzeugung, dass Einhorn das schönste und tollste Tier ist. Ich glaube, Autofahren wird verboten. Und warum glaube ich das? Ein einfacher Autofahren fördert den CO2-Ausstoß von Deutschland. Wie macht das Autofahren? Ganz einfach, Auto wird der angetriebene Verbrennungsmotor. Dieser verbrennt Benzin bzw. Diesel zu CO2. Dieses CO2 stellt in der Atmosphäre auf, führt dann zu einem erhöhten Treibhauseffekt. Und dieser Treibhauseffekt ist natürlich klimaschädlich, weil dadurch das Treibhauseffekt wird während der Sonne einfach auf der Erde zurückgehalten und damit erwärmt sich dann die Erde. Das heißt, die Erde erwärmt sich, das Wetter wird einfach Wärmeprinzip, also im Schnitt. Und durch diese Mittelerhöhung der Temperatur passiert es, dass das Eis schmilzt. Und welches Eis schmilzt? Natürlich nicht nur das auf den Bergen, sondern auch das auf den Polen, am Nordpol und am Südpol. Und am Nordpol ist das natürlich besonders traurig, weil dadurch haben die Erdbeeren einfach keinen Lebensraum mehr und werden dadurch leider sterben. Und warum gerade müssen wir das Autofahren verbieten, um unseren CO2-Ausstoß eigentlich zu reduzieren? Nun ja, das Auto verbraucht sehr viel Energie, um einfach einen einzelnen Menschen von A nach B zu bringen. Viel besser wäre es zum Beispiel einfach Bus zu fahren, weil da einfach große Mengen von Menschen weniger Verbrauch ausgebracht werden. Und dann müssen wir die Zeit weiter. Könnt ihr uns zustimmen, dass er eine große Anziehung hat.
Und da kommt noch ein zweites Argument hinzu, nämlich das Gesundheitsargument. Donald Duck ist nicht mehr der Jüngste. Und wir wissen, wenn man älter wird, wird man ein bisschen anfälliger für Erkältungskrankheiten. Und gerade als eine Ente, die sich oft hier draußen aufhält, glauben wir, dass es unter dem Gesundheitsaspekt sehr vernünftig von ihm wäre, wenn er sich wärmer anzieht. Denn dann wird er nicht krank und kann den drei Löffel noch viel länger behalten. Ananas gehört nicht auf Pizza. Es gibt Süßspeisen und es gibt herzhafte Speisen. Beides passt nicht zusammen. Süßspeisen sind Schokolade, sind Pralinen, sind Eis, sind Marmelade. Und es gibt und Ananas ist auch eine Süßspeise. Wenn wir uns mal überlegen, Ananas ist zuckrig süß, das ist eine klassische Süßspeise. Was hat es auf Pizza verloren? Herzhaft, das ist Geschnetzeltes, das ist Steak, das ist Brot. Und beides zusammen ist einfach ein Kulturbrot. Das schmeckt mir nicht, das wollen wir nicht, das sieht komisch aus. Das hat gar nichts. Ananas gehört nicht auf Pizza. Und das nächste ist, wie wollen wir unsere Pizza backen? Wie wollen wir unsere Pizza auf dem Teller haben? Sie soll knusprig sein. Ja, wer will seine Pizza kalt, wer will sie wässrig? Und jetzt kommt, steht mir vor, jetzt macht man Ananas da drauf. Was woraus besteht Ananas zum größten Teil? 90% sind Wasser, also Fruchtsaft. Süßer Fruchtsaft. Jetzt tut man den, wie backt man die Pizza? Mit 90% Wasser darauf. Ja? Also es wässert durch, es kann nicht knusprig werden. Und das Ganze schmeckt A, süß, B, verwässrig und kann auch nicht richtig gebacken werden. Von daher ist meine Meinung, Ananas hat auf Pizza nichts verloren. Ich weiß nicht, wer das jemals angebracht hat. Und wer das auch mir gut fand, ich weiß nicht, vielleicht betrunken gewesen sein, aber wenn wir uns mal Toaster bei jedem oder es gab Schlaghosen, es gibt Tamagotchi, irgendwann war alles mal toll. Und wenn man sich das dann zwei Jahre später nochmal überlegt, ist es nichts als peinlich oder gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Schön. YouTube bringt mehr Schaden als Nutzen, weil es die Realität vollkommen verzerrt. Die ungefilterte Informationsflut führt dazu, dass extreme Positionen leicht zu publizieren sind und damit einen besonderen Auftrieb für Populisten bieten, die bereit sind, dieses Medium über die mehr zu nutzen als andere. Gleichzeitig jedoch ist es auch eine Gefahr für alle Generationen, die schon mit YouTube aufgewachsen sind. Denn sie sind es nicht mehr gewohnt, richtige Vorbilder zu haben, Leute, die etwas erreichen wollen, Leute, die Charakter haben, sondern was sie gewohnt sind, sind diese kleinen YouTube-Stars, die sich irgendwann mal in einem langweiligen Nachmittag einen Channel eingerichtet haben und jetzt jeden Tag davon erzählen, was sie sich an Make-up kaufen oder noch schöner andere Leute ihnen beim Spielen zusehen. Das bedeutet, unsere Jugend spielt nicht mal mehr selbst, nein, sie lassen spielen und gucken zu. Nebenbei wird noch Werbung platziert, sodass wir alle am Schluss uns für das Geld aus den Taschen gesogen, dafür, dass jemand anderes ein Spiel spielt, was uns vielleicht gar nicht interessiert. Wir sind der Meinung, dass YouTube abgeschafft gehört, weil es in der Folge nur mehr Schaden als Nutzen bringen wird. So, wir sind der Meinung, man sollte nach Kanada auswandern. Und dafür möchte ich Ihnen gerne drei Punkte präsentieren. Der erste Punkt ist die Kulturvielfalt des Landes. Der zweite Punkt ist natürlich die überaus abwechslungsreiche und tolle wilde Natur. Und der letzte Punkt ist der politische Grund. So, lassen Sie mich mit dem kulturellen Punkt beginnen. Kanada hat eine lange Geschichte, wie wir alle wissen. Gibt es in Kanada Bereiche, in denen die französische Kultur eher dominant ist und in anderen Bereichen, in denen die englische Kultur oder das Englische eher dominant ist. Und was zeigt uns Kanada? Die friedliche Koexistenz zweier Kulturen nebeneinander mit unterschiedlicher Sprache ist dort möglich. Das heißt, wir können alle lernen in Kanada, wie das funktioniert. Das heißt, jeder von uns kann sich durch einen Umzug nach Kanada weiterbilden. Nicht nur die englische Sprache perfektionieren, sondern eventuell auch die französische noch lernen. So, der zweite Punkt ist die unheimliche Natur und auch die wirklich freie Fläche, die dort unbewohnt ist. In Europa leben wir auf einem der dicht bevölkersten Plätze der Welt. Warum nicht einfach diese Natur nutzen und diese unbewohnte Fläche, um sich auch selber mal weiterzuentwickeln, um vielleicht zum Meerjäger zu werden, zu fischen oder einfach nur die Natur zu genießen. So, und lassen Sie mich jetzt zum letzten Punkt kommen, die Politik. Durch die Wahlen im November letzten Jahres hat sich einiges verändert auf dem amerikanischen Kontinent. Trump ist Präsident der USA.
So, Kanada hat eine große Grenze zu den USA und kann letztendlich als Gegengewicht auf dem amerikanischen Kontinent gesehen werden. Allerdings gibt es im Moment noch einen Nachteil, nämlich die Bevölkerung in Amerika ist um vieles größer als die Bevölkerung in Kanada. Wenn wir jetzt ein wirkliches Gegengewicht zu der Politik, die aktuell in Amerika stattfindet, setzen wollen, dann müssen wir schauen, dass die Population in Kanada steigt. Und das können wir nur mit einer Abstimmung durch die Füße machen. Das heißt, indem wir nach Kanada auswandern. So, vielen Dank dafür, Herr Kopf. Ich habe Sie überzeugt und wir ziehen demnächst alle nach Kanada. Damen und Herren, auch dieses Haus glaubt, dass Katzen besser sind als Hunde. Wir sehen es im Status Quo. Katzen sind eine der beliebtesten Haustiere. Und das ist nicht nur der Status Quo, das ist schon seit tausenden von Jahren so. Denn im alten Ägypten wurden Katzen schon verehrt. Katzen mussten gar nicht erst domestiziert werden wie Hunde. Man musste sich quasi erst eine Art Mensch des Freundes mutantenhaft schaffen. Das ist ein Experiment, das furchtbar fehlgeschlagen hat. Deswegen sind Katzen viel besser als Hunde. Man sieht es auch daran, dass Katzen nicht das Bedürfnis haben, den Menschen zu gefallen. Sie verurteilen uns leider. Wenn sie aber zu uns kommen und sie von sich aus quasi die Nähe suchen, dann wissen wir, das ist wahre Liebe. Dein Hund muss noch und dann wedelt er mit dem Schwanz. Das ist Grund Nummer eins. Zweiter Grund ist, Katzen leben auch viel länger als Hunde. Denn der Hund, der jagt dem Auto einfach hinterher, ist total gefeuert, kann gar nicht gut gehen. Du wirfst einen Stock die Krippe runter, er holt den Stock. Definitiv. Katzen sind weniger abenteuerlich. Sie gehen, wie wir das schon gehört haben, sie gehen da überlegt an diese ganze Geschichte ran und haben deswegen auch viel längeres von dem. Sie gehen weniger nach draußen und die Risiken werden kleiner halten. Damit haben also die Menschen tatsächlich einen zuverlässigen Partner in den Katzen und nicht in den Hunden. Danke. Ich muss jetzt hier einfach unterbrechen. Wir haben gerade ein kleines Problem, dass ich das auf die Zeit bekomme und sehe, so rufe jetzt einen ganz schönen Klang gerade dran. Das ist sehr schade, weil wir haben jetzt einfach viel Zeit drauf, weil ich viel länger gerne mit euch machen würde. Um aber ein bisschen zu dem Punkt zu kommen, den wir erreichen müssen, würde ich an dieser Stelle vorschlagen, dass wir uns schon mal mit uns zusammensetzen, von dem wir die Rede bekommen haben. Die Leute, die jetzt noch nicht die Rede halten konnten, die vielleicht sich gegenseitig mal halten. Und die anderen haben jetzt den Auftrag, und da den Auftrag, den ich jetzt sage, durchzuführen. Und die anderen tun bitte Folgendes. Ihr setzt euch bitte zusammen und genau das, was wir eben ja schon vorgemacht haben, macht ihr einmal. Ihr gebt einmal kurz Feedback, wie ihr die Rede gehalten hättet, so wie ihr sie orientiert habt. Ja, und wie ihr die Rede dadurch für andere gesehen habt. Dann würde ich sagen, lass uns damit loslegen. Thank you.
nochmal das Fenster. Verschiedene Fischer hier vorgeschlagen, hast du gesehen? Ihr habt auch schon Erfahrung mit euren eigenen Notizen. Und jetzt würde ich bitte, dass ihr zum Abschluss nochmal im Teams, wie ihr jetzt gerade hattet, von folgenden Fragen und drei Fragen beantwortet. Erstens, habe ich die Strukturen der Notizen verstanden, die mein Partner mir gegeben hat? Habe ich alle Schlüsse aus den Notizen gezogen, die du mir gegeben hast? Zweitens, haben mich deine Notizen auch unterstützt? Und drittens, wie will ich meine Notizen in Zukunft machen? Nach dem, was du heute gelernt hast, natürlich. Dann würde ich sagen, auf, ich setze mich zwischendurch dazu und ein bisschen zu. Ja, ich bin Das habe ich mir fast noch nicht so passiert.
Vielleicht langfristig daran arbeiten. Wer das will, gerne eintragen. Ich gebe
gerne noch schnacken. Ich stelle mich natürlich immer zur Verfügung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Workshop hier noch, weil man das immer so sagt. Gerne das ganze Wochenende noch, wenn noch Fragen sind oder was, es kommt gerne auf mich zu. Und vielen Dank, dass ihr hier seid.